einen speziellen Herrn hatten wir, der nett genug war, uns vorab schon anzubieten, er würde doch unsere Recherchen gerne in unserem Interesse von seinen Anwälten prüfen lassen und den gesamten Film, bevor er auf Sendung geht. Wir sind heute hier zusammengekommen, um die Rennerpreise zu verleihen. Es sind zwei. Es ist der Dr. Karl Renner Solidaritätspreis und der Dr. Karl Renner Publizistikpreis. In einer Zeit, in der Journalistinnen und Journalisten in Teilen der Gesellschaft nicht besonders gut angeschrieben sind, es ist leider auch von politischen Parteien immer wieder von der sogenannten Lügenpresse die Rede oder den sogenannten Systemmedien, was immer das auch sein mag, sind Wertschätzungen und Auszeichnungen für herausragende journalistische Arbeiten nicht nur angebracht, sondern auch absolut notwendig. Um zu zeigen, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt, die dort, wo es nicht so einfach ist, unter den schwierigsten Bedingungen, manchmal auch unter persönlich gefährlichen Einsätzen, versuchen, eine möglichst ausgewogene Berichterstattung zu gewährleisten, das wollen wir honorieren. Warum heißt das eigentlich Dr. Karl Renner Preis? Naja, Renner war der erste Bundespräsident der Republik Österreich und einer der produktivsten Publizisten seiner Zeit. Mit seinem publizistischen Schaffen trug er wesentlich zur demokratischen und intellektuellen Entwicklung Österreichs bei. Und diesem Geist, dem wollen wir folgen. In diesem labyrinthischen Österreich von damals gab es wenige Fäden der Ariadne, wenige Kontinuitäten und wenig Selbstverständliches, außer Karl Renner. Dieser südmährische Bauernsohn, das 18. Kind armer Leute, schaffte seinen Weg von Untertanowitz oder heute Dolny Dunjaowice hinauf in die höchsten Ränge der Politik dieses Landes. Und an allen Scheidewegen, Zusammen- und Aufbrüchen dieses Labyrinths war er maßgeblich beteiligt. Oft segensreich, oft österreichisch ambivalent und immer wieder kritikwürdig. Kaum eine andere österreichische Politikergestalt hat diese Republik in ihrer komplizierten Geschichte des 20. Jahrhunderts so geprägt wie Karl Renner. Kaum ein anderer ist bis heute derart beliebtes Objekt für geschichtsträchtige Feierstunden und für geschichtspolitische Auseinandersetzungen wie er. Von Karl Renner selbst sind archivarische Aufnahmen von Reden aus mehreren Jahrzehnten vorhanden und sie reichen buchstäblich über sein Leben hinaus. Die Aufnahme, von der Sie jetzt den letzten Teil hören werden, seine letzte Neujahrsansprache, wurde kurz vor seinem Tod zu Weihnachten 1950 aufgenommen. Nachdem er dann in der Nacht auf den Silvestertag 1950 verstorben ist, wurde sie dann trotzdem am 1. Jänner 1951 auf allen vier österreichischen Besatzungssendern übertragen. Darum, Österreicher, mit neuem Mute und mit froher Zuversicht wieder an die Arbeit. Denn unser ist das Recht und die Vernunft. Wir kommen nun schon zur Verleihung des ersten Preises. Dieser Preis wird an internationale Journalistinnen und Journalisten verliehen, denen es gelingt, unter widrigsten Rahmenbedingungen, wie etwa Krieg, Repressalien und andere Beeinträchtigungen, hervorragende journalistische Leistungen zu erbringen. Der österreichische Journalistenclub ist stolz, Nathalie Amery für ihre engagierte Berichterstattung unter schwierigsten Umständen und vor allem ihren Einsatz für unterdrückte Frauen in diesem Jahr den Dr. Karl Renner Solidaritätspreis überreichen zu dürfen. Wir gratulieren sehr herzlich. Seit 2011 arbeitet Frau Amery beim Bayerischen Rundfunk und leitete ab 2015
5 Jahre lang das ARD-Studio in Teheran. Aber durch ihre engagierte und objektive Berichterstattung aus und über den Gottesstaat geriet sie ins Visier der Machthaber und musste ihren Job in Teheran aus Sicherheitsgründen beenden. Aber nicht nur im Iran, sondern auch in Afghanistan war die engagierte Journalistin tätig, was sich in zahlreichen Reportagen und Berichten, aber auch in ihrem zweiten, 2022 erschienenen Buch Afghanistan – Unbesiegte Verlierer niederschlug. Vielen Dank, dass Sie meine Arbeit wertschätzen, dass Sie sie gesehen haben. Es scheint, als würde alles immer schlimmer werden. Und ich ertappe mich dabei, wie ich mit dem Gedanken kämpfe, hör auf, mach doch was anderes. Was kann ich überhaupt bewirken? Ich denke dann ans Aufgeben. Aber dann? Nein. Aufgeben? Hier, aus der sicheren Perspektive, in einer Demokratie, in der Journalistinnen und Journalisten geschützt sind, in der Meinungsfreiheit durch den Rechtsstaat gewahrt wird, hier, wo ich nicht vom Geheimdienst mitten in der Nacht abgeholt werde, nur weil ich kritisch berichte. Wie fatal wäre es, so ein Geschenk einfach aufzugeben? Welche Kraft könnten wir doch alle aus diesem Geschenk ziehen? Hier, mitten in Europa, haben wir plötzlich Politikerinnen und Politiker, die mit Propaganda, Hass und Lügen verbreiten, die zu einer gefährlichen Spaltung der Gesellschaft führen und damit die Demokratie, unsere Demokratie gefährden. Ich kann also nicht aufgeben. Das, was wir hier aufgebaut haben, ist viel zu kostbar, um es aufzugeben. Wissen Sie, an wem ich mich orientiere und Kraft schöpfe? An dem Durchhaltevermögen der iranischen Frauen. Sie haben kein Gesetz auf Ihrer Seite, kein Recht, keine Freiheit. Und Sie kämpfen für Demokratie. Also, warum sollten wir hier dann aufgeben? Vielen Dank für diesen Preis. Ja, wir kommen jetzt zur Preisverleihung. Es war eine schwierige Entscheidung. Die Jury hat lange getagt. Wir hatten 6 Nominierungen. Es gibt 2 zweite Plätze. Es gibt aber nur einen ersten Platz. Der Rennerpreisträger 2024 ist Holy Scream Media. Elisabeth Kneisel und Marlies Bauland. Die beiden Damen haben Fernsehdokumentationen gemacht. Die Titel waren immer Der talentierte Herr. Es geht um Filme, wo es um Korruption geht, um Wirtschaftskriminalität, um die bösen Jungs da draußen. Und wie wir alle wissen, ist Korruption etwas, das nicht sehr visuell ist. Das passiert hinter verschlossenen Türen, hinter vorgehaltener Hand, in grauen Büros. Wie das herzeigen, wie das ins Fernsehen bringen. Und das war die eine Herausforderung, der wir uns hier stellen wollten, nämlich Korruption begreifbar zu machen, darzustellen und sie auch mit einer gewissen rotzfrechen Art ihr den Spiegel vorzuhalten. Die andere Herausforderung war die Arbeit an sich mit diesen Herrschaften, mit diesen Herren, die oft an den Schalthebeln der Macht sitzen, die ein Heer an Anwälten haben, das uns teilweise schon zu Beginn der Recherche mit Klage bedroht hat.
das ist die Klientel, mit der wir zu tun haben und wir diese Arbeit trotzdem wichtig finden, wir diese Filme wichtig finden, wir wichtig finden, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, wir wichtig finden, dass in Österreich es nicht möglich ist, es sich zu richten, nur weil man sich den besten Anwalt leisten kann oder ein ganzes Team an Anwälten. Und wenn Sie bitte zur Bundeshymne aufstehen, dann beweisen wir, dass es unser Österreich ist, für das wir singen, fühlen und genießen.